Hey und willkommen zurück zu Unicorns Aqua Corner oder vielleicht bald auch nicht mehr. Ich erkläre euch das direkt ein bisschen gleich mal weiter. Heute daher auch mal ohne Info, Intro, alles Mögliche. Ich möchte da jetzt auch nicht zu viel weiter reingehen. Es kam über das letzte Jahr nicht sehr viel, weil mein Vater ist gestorben. Wir haben die Pflege übernommen. Es ging halt bei ihm im Häuslichen weiter. Und wir wollten das halt auch für uns dann familiär so ein bisschen mit reinhalten. Zum Weiteren mit dem Kanal geht es auch weiter. Ich möchte so ein bisschen mehr jetzt halt mit euch dann anfangen mit dem Anbauen von Cannabis jetzt dann mit dem 1.4., wenn es dann losgehen würde, dann mit euch darüber zu reden und dann auch ein paar lustige Neuigkeiten dann dazu. Es gibt auch einen neuen Sponsor und jemanden, der uns unterstützt. Das wäre Herbicide. Wenn es dann zur Legalisierung kommt und die CSCs dann dementsprechend reinkommen, dann würde ich dann gerne, dass ihr natürlich auch in Deutschland dann dementsprechend da Sachen kauft. Ansonsten bitte guckt nur nach den Legalitäten und dass ihr jetzt nicht nur, weil ihr mich unterstützen wollt, da irgendwelche Sachen kauft oder sonstiges. Wenn es für euch legal ist und ihr in einem Land lebt, zum Beispiel irgendwo in Spanien oder so, dann ist dann okay. Ich weiß nicht, wie die Legalitäten da sind, aber wenn es okay ist für euch, dann gerne. Kauft es da ein, aber ne, aufpassen. Der Versender ist aus Großbritannien, ist jetzt leider nicht mehr in der EU, daher doof gelaufen, aber für den Rest, die dann dementsprechend importieren dürfen, viel Spaß und Link ist unten in der Beschreibung. Ja, dementsprechend, wir werden zusammen halt ein cooles Zelt aufbauen und uns dann ein bisschen damit beschäftigen. Ich möchte nämlich ganz ehrlich langsam, auch wie ich ja schon ein paar Videos gesagt habe, so ein bisschen mal mein eigenes Projekt machen und Dinge, bei die ich mich ja auch selber sehr interessiere, sind halt trotzdem immer noch Pflanzen und Tiere und alles Mögliche. Aber ja, wie gesagt, Aquaristik per se merke ich auch, vielleicht bin ich nicht direkt die perfekte Person dafür. Da haben wir auch ganz andere YouTuber drin. In der Anzucht von Pflanzen auch, aber trotzdem, wie gesagt, es ist ein Hobbykanal. Daher, warum machen wir nicht einfach ein Vlogging-Shit draus? Und wenn ich irgendwie ein neues Hobby gerade anfange, warum nehme ich euch daher dementsprechend nicht einfach mit? Dementsprechend, lasst uns dann mal anfangen und habt eine schöne Woche.